Hallo und willkommen. Ich bin Amgad Rai. Wie ihr seht, ist es natürlich schon mal Zeit für Warframe. Und auch wenn meine Stimme nicht hundertprozentig wieder da ist, tun wir uns heute trotzdem mal, endlich muss man fast schon sagen, das Update 21.4 uns mal reinziehen. Denn dort wurde der gute Hydroid ja ein bisschen umgebastelt und auch dieses umgebastelt werden, ist übrigens noch gar nicht fertig, weil die Entwickler haben nämlich in dem Hotfix, den wir auch heute ein bisschen beleuchten werden, schon angegeben, dass sie durchaus auf Feedback erfreut sind, also ne, und die noch weitere Änderungen vornehmen werden. Ja, das kommt aber jetzt die nächsten Tage, so wie es angehört hat. Gucken wir mal, was da genau passiert. Wenn da was drastisch ist, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen, aber wir können uns ja schon mal ansehen, was der gute Hydroid jetzt schon so alles am Start hat. Wie die Entwickler ja schon meinten, kommt ja auch bald der Hydroid als Prime-Variante oder wie sie selber ja sagten, der Space Pirate, Captain Harlock. Nein, sondern Hydroid. Und bin ja sehr gespannt. Bin ja sehr gespannt, wie er dann ist. Aber lasst uns direkt mal drauf gucken, wo der Junge schon mal gebufft worden ist. Weil da sind einige Sachen bei rausgekommen. Nämlich zum Beispiel haben wir nicht mehr eine fiese 65er Rüstung, sondern eine 200er jetzt standardmäßig. Das ist doch schon mal wunderbar. Und der Basisschild ist von 345 auf 375 erhöht worden. Aber bevor wir jetzt in die Mission starten, lasst uns kurz die Skills gucken, noch kurz die Mods drüber fliegen und dann gehen wir endlich in die Mission. Da können wir nämlich mal sehen, wie das jetzt alles in der Kombination vor allem wirkt. Weil das ist ja immer der große neue Hit der Entwickler, dass jetzt die alten Warframes eher deren Skills in der Kombination besser funktionieren. Was ja bei den neuen schon meistens gegeben ist und bei den alten ja meistens nicht so ganz. Aber gut, gucken wir mal uns die Sache hier kurz an. Passive Fähigkeit von ihm. Ja, wenn er auf den Boden schlägt, also einen Slam-Attacke macht, das heißt, man, ihr springt in die Luft, guckt nach unten und schlagt dabei, dann macht ihr so ein Bam auf den Boden und da habt ihr laut Wiki 50% Chance, dort einen Tentakel zu beschwören, der natürlich Gegner sich krallt und dann auf den Boden fies schlägt, was nicht verkehrt ist. Von den Tentakeln hören wir auch gleich noch ein bisschen mehr und dieser funktioniert eigentlich genauso wie die, die ich gleich erklären werde noch. Aber ja, das Ding ist also schon mal nicht verkehrt. Wir können bis zu 3 von diesen Tentakeln synchron haben und so ungefähr 15 Sekunden bleiben sie stehen. Mit Mods kann man da auch nicht wirklich viel dran drehen an den Dingern. Aber es ist schön, dass es trotzdem mal so eine Tentakel zwischendurch einfach mal hat. Kommen wir zur ersten Fähigkeit, nämlich Tempest Barrage. Damit lasst ihr quasi, ja, ich könnte beinahe sagen, ein Mini-Meteorschauer runtergehen, aber eben die Meteore sind große Wassertropfen. Ja, und die schmeißen auch Gegner zu Boden und machen eben Schaden. Das Interessante und das Neue bei der Fähigkeit ist eigentlich, ihr könnt diese Fähigkeit aufladen. Solltet ihr die Taste 1 in dem Falle für den PC gedrückt halten, wird auf maximaler Stufe, also bis im Endeffekt die Fähigkeit automatisch ausgelöst wird, der Schaden verdoppelt, der Explosionsradius wird verdoppelt und auch die Zeit soll sich dabei erhöhen. Und ich sage mir so wie, oh, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Das heißt, beim Worten, die Explosionen wären dann 10 Meter Radius und der Damage wäre dann, also der Schaden wäre nicht 300, sondern 600. Und die Zeit, ich meine, irgendwas gesehen von 10 Sekunden Fragezeichen, irgendwie sowas, also auch verdoppelt. Finde ich schon ziemlich cool. Am besten, ich erwähne es hier direkt mit bei, tatsächlich könnt ihr auch einen Syndikatsmod natürlich hier mit reinschmeißen, wo ihr dann nicht nur Schaden macht, sondern auch gleichzeitig den Statuseffekt von Korrosiv mit beitackert. Das heißt, beim Worten, jeder, der getroffen wird, kriegt ständig die Rüstung permanent reduziert. Auch eine schöne Sache. Und dann kommen wir zu Tidal Surge und damit macht ihr im wahrsten Sinne des Wortes eine Welle, beziehungsweise ihr seid die Welle und seid derzeit auch unbesiegbar und reißt einfach Gegner von den Socken, die dabei auch noch ein bisschen Schaden kriegen. Ich meine, 300 ist ganz okay und ihr bewegt euch in Affenzahn auch durch die Landschaft, nämlich mit 30 Meter pro Sekunde. Das ist schon sehr nice. Da kann man auch direkt sagen, gibt es einen schönen Syndikatsmod für Mitglieder eurer Gruppe, die ihr quasi mit umspülen könnt sozusagen, sind für ein paar Momente sozusagen statusimmun oder wenn sie sozusagen am Brennen zum Beispiel sind oder generell Statuseffekte auf sich drauf haben, werden denn diese Statuseffekte weggeschwemmt von euch. Finde ich toll. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingsfähigkeit von dem Warframe, nämlich Undertow. Ihr seid quasi eine Pfütze am Boden. Ihr seid da sehr unauffällig eigentlich mit. Ihr könnt euch mittlerweile sogar mit dieser Pfütze von der Stelle bewegen. Zwar sehr langsam, aber es geht. Und Gegner, die da drauf treten sollten auf dieses Gewässer, werden quasi in einen, ja, in einen Wasserdimensionsraum gezogen. Im Endeffekt, die fallen durch den Boden, aber in euer Gewässer sozusagen hinein. Weil euer Wasser ist wahrlich tief. Und die kriegen die ganze Zeit schön Schaden reingedrückt. Finisher Schaden, der an Rüstung
und Schilden vorbeigeht. Und je länger sie da übrigens unter Wasser bleiben, desto mehr Schaden kriegen sie auch. Ist das nicht schön? Aber Undertow macht noch mehr. Davon abgesehen, dass wir natürlich pro Sekunde Energie bezahlen müssen. Aber davon jetzt mal abgesehen. Wir können jetzt auch Tidal Scourge, wir können also die Welle quasi daraus machen und landen sofort als sozusagen als Pfütze danach auch wieder am Boden. Das heißt, wir können uns auf der Karte relativ fix auch zwischendurch bewegen und sind die ganze Zeit unbesiegbar in der Zwischenzeit. Ist das nicht schön? Wir können auch zusätzlich noch Tempest Barrage auf unsere Pfütze draufschmeißen und Gegner, die unter Wasser gerade sind, kriegen auch den Schaden von Tempest Barrage auch aufgeladen, ja. Und wenn ihr doch den Syndikatsmod drin haben solltet, wegen Korrosiv-Effekt, werden auch die Typen unter Wasser damit belastet. Ist das nicht schön? Nicht, dass das jetzt viel für den Schaden ausmachen würde, weil wir gehen eh dran vorbei mit dem Schaden an der Rüstung von denen. Aber sollten die wieder auftauchen durch irgendeinen doofen Grund, tja, dann haben sie schon mal weniger Rüstung. Aber das ist nicht alles, denn wir können auch die letzte Fähigkeit, wo ich gleich natürlich meine zweiter Sätze zu sagen, werden noch beschwören. Und jetzt kommt das Beste, die letzte Fähigkeit ist 200% stärker, sollten wir sie aus dem Undertow heraus beschwören. Der Bashit. Ja, ich muss da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach eine total tolle Fähigkeit. Das ist einfach, Daumen hoch. Aber das ist tatsächlich noch nicht alles, denn auch diese Fähigkeit hat einen Syndikatsmod. Und wenn ihr den installieren solltet, werdet ihr mit der Pfütze auch eure Mitspieler heilen können. Sollten sich sozusagen die Mitspieler auf sozusagen Undertow begeben, auf eure Pfütze sozusagen laufen, werden die alle 1,5 Sekunden für bis zu 30% deren maximalen Lebenspunkte geheilt. Ja, das stelle ich mir gerade bei Inaros vor, der ist ratzfatz wieder komplett fit. Man kann ihn fast gar nicht mehr killen wahrscheinlich da drauf. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, der Energieverbrauch, für je mehr Typen da oben draufstehen, desto höher ist der Energieverbrauch. Das heißt, man allzu lange kann er das auch nicht aushalten, wenn da oben richtig viele Leute Schaden kriegen. Aber hey, schön, dass es trotzdem geht. Und dann kommen wir zum Tentacle Swarm, auch Tentakelschwarm. Und damit beschwört ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Kraken, der mit einem Riesenhaufen seiner Tentakel aufschlägt und wahrscheinlich ziemlich viele Gegner in der Luft zerreißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der macht nämlich pro Tentakel 200 Schaden pro Sekunde an den Gegnern, die da halt von gepackt werden. Das ist nicht so wahnsinnig viel im ersten Moment, aber ich hatte ja schon gesagt, wenn wir das aus Undertow heraus benutzen sollten, dann machen wir automatisch 200% des Schadens und es kommt noch ein Gimmick obendrauf. Wir können nämlich den Tentakelschwarm auch noch aufladen, wodurch wir 200% Bonus-Tentakeln bekommen und Spawn-Radius noch dazu kriegen. Doch, gar nicht schlecht. Das heißt, man wollte, wir kriegen dann nicht 10, sondern 20 Tentakeln. Das würde heißen, wenn wir aus Undertow heraus den Kraken aufgeladen sozusagen auf die Gegner loslassen wollen würden, hätten wir insgesamt 20 Tentakel, die mit 400 Schaden pro Sekunde um sich schlagen. Und das ist finnischer Schaden, natürlich wieder an Schilden und an der Rüstung vorbeigeht. Und ach ja, genau, wenn die Tentakel übrigens zum ersten Mal auftauchen, machen die auch mehr Schaden. Dann ist das, glaube ich, nicht finnischer Schaden von 200, sondern 300 magnetischer Schaden. Und auch da kommen die 200% Bonusschaden halt mit bei, wenn sie auftauchen. Das heißt, auch der erste Schlag für den, vor allem wenn es Korpusgegner wahrscheinlich sind, dann kriegen die extra mal richtig auf die Fresse noch davon. Ausgezeichnet, sage ich nur. Und jetzt schalten wir ganz kurz zu den Mods rüber und dann schalten wir danach hier nämlich mal die Stats ein. Da seht ihr nämlich, warum ich das vielleicht jetzt so verteilt habe bei den Mods, wie ich es getan habe. Ja, ich weiß, da ist jetzt noch nicht alles freigeschalten bei und ich habe noch keinen Former da reingetan, aber wisst ihr was, das tue ich jetzt überhaupt auch gar nicht mehr. Wir reden ja davon, dass bald der Prime kommt und der wird natürlich diese komplette Behandlung von diesen Sachen kriegen. Dann schalte ich oben das Ding frei. Gut, ein Reaktor ist jetzt drin natürlich, aber Formern tue ich den jetzt hier extra, deswegen nicht mehr. Was habe ich jetzt gerade drin oder warum habe ich jetzt alles so getan, was wir jetzt hier so gerade sehen? Ich wollte hier gerne alles im Plus gerne haben, weil alles ist eigentlich relevant. Natürlich kann man jetzt sagen, Stärke ist jetzt nicht wirklich uninteressant, weil damit machen wir ja richtig, gerade auch mit den Tentakeln vielleicht ja auch danach gar nicht mal so wenig Schaden, weil das kommt ja auch mit Stärke mit dabei. Und Reichweite wollen wir eigentlich haben, weil wir zu kurze Reichweite jetzt auch blöd, weil das mit den Tentakeln läuft jetzt ein bisschen besser als damals, muss man sagen. Wir wollen es ein bisschen effizienter haben. Warum? Ja, ja, wenn wir die erste und vierte Fähigkeit aufgeladen die ganze Zeit casten wollen, bezahlen wir auch immer das Doppelte da dran. Deswegen, ja, es muss schon ein bisschen billiger sein. Und natürlich soll das relativ lang halten, weil viele seiner Fähigkeiten laufen ja über Zeit. Auch dieses Unterwassergedöns wird ja auch billiger dadurch, wenn eben die Dauer ja erhöht hier wird. Deswegen,
Das deckt quasi nochmal mit der Efficiency zusammen, deswegen ist das nicht verkehrt. Deswegen habe ich es so gemacht, dass ich einfach nirgendwo unter 100% komme. Das ist eigentlich der Punkt. Und was habe ich jetzt für Mods drin? Ich überfliege das jetzt ganz kurz nur. Energy Siphon oder auch Energieregeneration heißt, glaube ich, im Deutschen. Dann Prime Continuity oder auch Prime Continuität, einfach der jetzt mit Zeit erhöht wird. Aus Deonor Stretch, damit eben die Reichweite erhöht wird, 45%. Streamline oder auch Stromlinie, damit es ein bisschen billiger wird, wenigstens ein bisschen wenigstens. Intensify oder auch Verstärken, 30% mehr Power, ja, nehme ich. Dann dieses Power Drift, Kraft trifft, glaube ich, heißt es irgendwie, damit man 15% mal Stärke kriegt. Warum nicht? Wir wären auch weniger gut umgeschmissen davon, deswegen, ich weiß, wir können natürlich diverse andere Sachen hier reinschmeißen, weil es reicht gerade für 11 Punkte, wenn ich den hier rausschmeiße. Da gehen natürlich noch diverse andere Mods, aber ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Vitality oder Vitalität, ich möchte gerne Lebenspunkte haben, danke. Und ja, Pilfering Swarm, was ich übrigens völlig unterschlagen habe. Ja, das ist tatsächlich Syndikatsmod eben für den Tentakelschwarm. Wir kriegen 100% Chance auf extra Loot, falls ein Tentakel einen Gegner töten sollte. Aber der Tentakel muss derjenige sein, der sozusagen den Todesstoß gegen die Einheit vollführt. Und dann kriegen wir nicht nur einmal da Loot raus, sondern eben zweimal. Ist ziemlich geil zum Farmen. Hätte ich vielleicht eben auch korrekt sagen können. Aber ist egal, jetzt habe ich es ja gesagt. Das ist ein toller Mod, deswegen ist er bei mir immer drin. Er ist immer drin. Ihr wisst gar nicht, wie hilfreich das Teil ist. Gerade im Zusammenhang noch mit dem Necros, da kann man farmen, da wird ja mehr schlecht. Und zu guter natürlich Prime Flow oder Prime Fluss, ja, wegen ein bisschen mehr Energie, weil wir brauchen relativ viel die ganze Zeit. So, und das war's eigentlich. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht das Perfekteste, was ich nehmen wollen würde, aber ich wollte ja unbedingt nicht Minus kommen. Ihr seht auch gleich, warum. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier und bam, wir tun das alles mal einschalten mit den Stats. Mehr oder weniger wird nämlich alles von irgendwas gebufft. Deswegen, die Reichweite möchte ich höher haben, weil auch wir kommen auch mit der, wir haben quasi eine größere Welle, die wir im wahrsten Sinne machen. Wir haben auch einen größeren, ich sag mal, Tümpel, den wir produzieren, eine größere Pfütze, wo Gegner reinfallen, möchte ich auch haben. Stärke wollen wir haben, weil wir machen natürlich auch mehr Schaden mit dem ganzen Kram. Wir wollen die Zeit und die sozusagen die Effizienz auch vernünftig halten, damit eben die Sache auch günstiger wird. Und hast du nicht gesehen, mehr oder weniger ist alles dort gegeben, wo ich sage dann, das möchte ich eigentlich schon alles beieinander haben. Und wie seht auch die bisschen Stärke, wir machen auch ein bisschen mehr Schaden, die Zeit wird natürlich erhöht und auch die Reichweite. Die Tentakel sind jetzt sehr viel besser als damals, deswegen will ich tatsächlich die Reichweite wieder haben, weil damals hätte ich sonst gesagt, ich tue sofort mit Engstirnigkeit die Reichweite auf absolutes Bodenniveau tackern. Nee, mittlerweile möchte ich eigentlich die Reichweite überall gern drin haben. Wir sehen auch gleich warum. Und wisst ihr was? Auf geht's. So, ich bin der Mission mal gerade aufgeschlagen und so seht ihr schon, der erste Typ fällt erstmal gerade bei mir ins Gewässer. Leider kann ich natürlich auch so keine Energie kriegen, was übrigens einer der Hotfix auch gefixt hat, weil vorher konnten wir tatsächlich in dieser Form konnten wir tatsächlich von der guten Trinity Energie kriegen, ja, durch den Energievampir. Und das war natürlich nicht Sinn der Sache, deswegen wurde es natürlich direkt rausgefixt, muss man sagen. Und vielleicht war es auch gar nicht verkehrt. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder im wahrsten Sinne des Wortes zum Tümpel. Und wir können uns tatsächlich jetzt langsam, aber sicher über die Karte bewegen. Und mal im Ernst, das ist zu langsam. Deswegen haben wir glücklicherweise auch die Tidal Scourge. Und damit, putsch, sind wir nach vorne. Und haben den Typen auch direkt mit in unser Wasser gerissen. Da seht ihr schon die Zahlen aufsteigen. Hat schon, ist er tot und steigt wieder auf. Wir können natürlich auch so nicht looten. Wir müssen auch zwischendurch mal aufsteigen. Und so wieder unten uns abmachen in den Keller im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie ihr seht da oben, die Anzeige sagt auch, wir sind tatsächlich unverwundbar. Es natürlich, unser Wächter ist leider nicht mit ins Wasser gekommen. Der kann quasi noch gekillt werden, aber im Ernst, von was? Zumindest nichts, was im Nahkampf geht. Und sagen wir so, wir ziehen auch, wie ihr seht, keinen Beschuss auf uns, weil wir sind wahrlich nicht wirklich da. So, jetzt packen wir erstmal uns alle wieder auf und tun jetzt erstmal hier vielleicht mal ein etwas größeres Rumgetackere machen. Wir haben auch gerade am Boden gesehen, so ein bisschen, wo das hingehen soll. Nämlich hier vorne wird jetzt alles schön von diesen Lafetten hier eingeäschert, was sehr schön ist. Und wir können natürlich auch uns so lange verstecken gehen. Und wie ich ja schon meinte, wir können jetzt uns hinstellen und auch diese ganze Geschichte mit dem Regen auch von hier aus nochmal starten. Zack. Und dann geht der rechts in der Welle wieder los. Da vorne auf die Treppe in dem Falle, wo ich halt hingezeigt habe. Wunderbärchen. Und jeder meint, auf mich zukommen zu müssen. Fällt sowieso in mein Gewässer. Wo wird früher oder später unterirdisch, wenn Samus auch gekillt. Leider habe ich gleich keine Energie mehr, deswegen muss ich wieder auftauchen. Aber ansonsten, das ist schon sehr cool. So, jetzt habe ich ein bisschen Energie wieder organisiert. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter mit der Tidal Wave. Zack. Das einzige Nachteilige ist, wenn ich jetzt ist ja einer in meinem Gewässer drin, wenn ich jetzt nach hinten abhauen sollte,
taucht der Typ aus meinem Gewässer wieder auf. Ich nehme ihn witzigerweise nicht mit, obwohl das in den Patchnotes so drin stand. Ich bin mal gespannt, ob das nochmal gefixt wird, dass ich jetzt wirklich die Typen in meinem Gewässer auch mitnehme, weil sonst lasse ich die ja irgendwo liegen. Die kriegen zwar ein bisschen Schaden durchaus davon, es fallen immer wieder Leute hier in mein Wasser hier rein und sterben auch schön brav, wie es sich gehört. Also saufen, so muss es sein. Was macht er denn da? Der hat doch gerade nicht Selbstmord gemacht, oder? Holy shit. Der erste Selbstmord von einem Grenier. So, dann haben wir uns ein bisschen Gesellschaft organisiert und jetzt holen wir uns erstmal den Kraken. Jetzt haben wir uns ja echt die Sache mal verdient. Schön aufladen das Teil und... Da taucht er auf. Wir haben tatsächlich einen echten Kraken, der aus dem Boden sogar auftaucht für eine kurze Zeit. Und wie ihr seht, aus Undertower heraus, die Tentakel kommen fast ausschließlich aus diesem See jetzt heraus. Und Gegner, die jetzt hier drin stehen sollten, werden natürlich absolut davon jetzt zerpflückt. Ausgezeichnet. Natürlich, wenn wir ja außerhalb sozusagen hier wieder rauskommen und jetzt hier den nochmal so beschwören sollten, dann verteilen sich die Tentakel natürlich auch ein bisschen mehr in der Landschaft, wenn man nicht unten drunter hängt. Wie ihr seht, das ist ja schon ein bisschen verteilter, wie wir es von damals vielleicht ein bisschen kennen. Aber hey, man hat jetzt wenigstens die Option. Entweder konzentriert auf einem Haufen alles zerpflücken gehen und vor allem unbesiegbar sein in der Zwischenzeit. Oder eben, wie es sich gehört sozusagen, die ganze Landschaft in Tentakeln eintauchen. Aber natürlich können wir das völlig übertreiben, indem wir nämlich nicht nur den Krakenhalter herbei beschwören, sondern gleichzeitig auch noch es regnen lassen. Und dann ist alles, glaube ich, ein bisschen vorbei. Man kann es übertreiben, würde ich mal sagen. Man kann es wirklich ein bisschen übertreiben. Übrigens, man kann die erste Fähigkeit tatsächlich ein bisschen spammen und einfach ein bisschen mehr Projektile in die Landschaft tackern, wenn einem das nicht reichen sollte. Kostet zwar natürlich genug Energie, aber hey, wenn man sie hat, warum nicht? Den Kraken spammen kann man leider so nicht, weil jedes Mal wieder neuen Kraken beschwört oder generell die letzte Fähigkeit benutzt, dann, da verschwindet leider der alte, der vorher da war. Aber ansonsten, ziemlich fette Sache. Ja, was würde ich jetzt sagen zu dem Kollegen hier? Was sage ich jetzt zu dem jetzigen Hydrodon? Der ist auf jeden Fall in meinen Augen deutlich besser geworden, als er damals war. Vor allem, wenn man jetzt ein bisschen mehr Kontrolle über mögliche Positionen der Tentakel hat, wenn man eben als sozusagen als See durch die Landschaft am Wabern ist. Und das ist schon sehr cool gemacht. Eigentlich ist das schon eine Änderung im Großen und Ganzen, wo ich jetzt schon mein Approval, sag ich jetzt mal beischmeißen wollen würde. Ich finde es schon gut, was passiert ist. Natürlich bin ich jetzt sehr gespannt, was die Entwickler jetzt noch die nächsten Tage vorhaben und ob sie jetzt noch einfach nur ein paar Werte hier und da verändern oder tatsächlich sogar von den Fähigkeiten selbst noch ein bisschen drastischere Änderungen vornehmen. Aber was jetzt schon da ist, gefällt mir schon ziemlich gut. Ja. Den habe ich jetzt auch zwischendurch halt öfter benutzt, gerade im Zusammenhang mit dem neuen Bogen, weil ich kann mich zwischendurch zu einer Pfütze machen und sterbe nicht durch meine eigene Blödheit ständig. Deswegen ist das schon nicht unbedingt schlecht. Wobei gerade im Zusammenhang mit Granatwaffen, die man natürlich auch super mit benutzen könnte, dann wieder zum Beispiel Tonkor abfeuern, schnell als Suppe am Boden sich hintackern und dann stirbt man wenigstens nicht mehr von seinem eigenen Schuss, was ja schon mal nicht schlecht wäre, gerade wenn die Sache ein bisschen eng wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Problem ist natürlich, wenn ihr umringt von Gegner seid, zieht ihr die Sache ja runter, im wahrsten Sinne des Wortes, unter Wasser und dort können die Gegner nicht mehr beschossen werden, es sei denn, ihr lasst es da drauf regnen, wie ich schon meinte. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall könnt ihr euch gut rausretten, wenn es mal brenzlig wird. Das ist ansonsten schon mal gar nicht verkehrt. Und inhaltlich muss man sagen, gerade das Update 21.4 war eigentlich nur der Rework mit ein paar Bugfixes und tatsächlich der Hotfix war eben gerade noch ein paar Feinschliff und ein paar Bugs, die sich reingeschlichen haben tatsächlich bei dem Rework, dass sie wieder rausgetackert wurden und schon der Hinweis eben, dass er noch auf Feedback halt der Spielerschaft warten, damit vielleicht noch ein bisschen was dran gedreht wird an dem Kollegen hier. Aber wie er jetzt schon ist, gefällt er mir, wie gesagt, insgesamt schon sehr nice. Und natürlich verlinke ich wieder den Hotfix, als auch das komplette Update natürlich unten nochmal, falls einer nochmal vielleicht noch irgendwas gucken will, was ihn noch wahnsinnig interessiert, was ich jetzt hier nicht angesprochen habe unbedingt. Aber in erster Linie muss ich sagen, war das Wichtigste, was mich jetzt angesprochen hat aus dem ganzen Hotfix und Update jetzt gerade. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn erstmal der gute Hydroid Prime kommt, dann ist der absolut ganz, ganz, ganz oben auf der Liste von Dingen, die ich unbedingt haben möchte, weil der gefällt mir jetzt ja schon super klasse und auch der Hydroid Prime sah sehr schnick aus, muss ich jetzt einfach mal sagen und bei mir heißt es so, sowas will haben und damit ist das Thema für mich eigentlich schon durch.
Und ja, wisst ihr was, an der Stelle, lass uns einfach mal so stehen. Wie immer, danke fürs Beischauen und Zuhören. Das war's von mir im K3 und so viel zum Thema erstmal Hydroid Rework. Eins der etwas gelungeneren Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Alles zusammen gesehen. Natürlich kann mich jetzt einer berichtigen, wenn du jetzt sagst, du hast da was Wichtiges vergessen. Dafür gibt's die Comments ja dann. Oder wenn er dann antwortet, ich in Form eines weiteren Videos mal dazu. Falls jetzt was völlig Dramatisches mehr an mir vorbeigelatscht sein sollte. Aber insgesamt, alles, was ich jetzt gesehen habe und was ich auch so zu spielen jetzt mal probiert habe, muss ich sagen, es ist sehr knuffig, ihn zu spielen. Gerade wenn man halt als Pfütze, Welle durch die Landschaft sich bewegt. Das ist schon nice. Es sei denn, man rast die ganze Zeit in den Abgrund runter. Aber ansonsten ist es toll. Okay. Bis die Tage also. Und ciao.